Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Wir sind zusammengekommen, um unsere Aufmerksamkeit auf uns zu richten. Nach dem Motto der Fastenzeit 7 Wochen ohne Blockaden sind wir in dieser Woche völlig von der Rolle. Rollendenken, Rollenerwartungen, sie engen uns häufig ein. Dabei kann es hilfreich sein, mal absichtlich auszubrechen. Im einen oder anderen erkennen wir uns darin wieder. In den Gebeten und Gedanken wollen wir Gott Platz schaffen. Guter Gott, wir sprechen von dir in vielen Bildern. Der Hirte, der Schöpfer, der liebende Vater. Ganz können wir dich darin nicht erfassen. Ganz lässt du dich darin nicht einfangen. Doch in Jesus Christus bist du Mensch geworden, damit wir dich erfahren können in unserer Welt. Wir bitten dich, lass uns aufmerksam sein. Lass dich von uns weiterentdecken. Durch Jesus Christus, unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Kapitel. Zum Fest aber hatte der Statthalter die Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Sie hatten aber zu der Zeit einen berüchtigten Gefangenen, der hieß Jesus Barabbas.
Und als sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen: Welchen wollt ihr? Wen soll ich euch losgeben? Jesus Barabbas oder Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Denn er wusste, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Und als er auf dem Richterstuhl saß, schickte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen: Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, denn ich habe heute viel erlitten im Traum um seinetwillen. Aber die hohen Priester und die Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten, Jesus aber umbringen sollten. Da antwortete nun der Statthalter und sprach zu ihnen: Welchen wollt ihr? Wen von den beiden soll ich euch losgeben? Und sie sprachen: Barabbas. Pilatus sprach zu ihnen: Was soll ich dann machen mit Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Sie sprachen alle: Lass ihn kreuzigen. Er aber sagte: Was hat er denn Böses getan? Sie schrien aber noch mehr: Lass ihn kreuzigen. Da aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern das Getümmel immer größer wurde, nahm er Wasser und wusch sich die Hände vor dem Volk und sprach: Ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen, seht ihr zu. Da antwortete alles Volk und sprach: Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Da gab er ihnen Barabbas los. Aber Jesus ließ er geißeln und überantwortete ihn, dass er gekreuzigt werde. Der Herr segne unser Reden und Hören durch seinen Heiligen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, Pilatus hat eine sehr konkrete Aufgabe. Als Statthalter soll er einmal im Jahr einen Gefangenen freilassen, nach dem Wunsch des Volkes. Dies wird von ihm verlangt, als Statthalter. Es ist Teil seiner Rolle im politischen System von Rom und von Jerusalem. An diesem Tag, als Jesus zu ihm gebracht wird, wird er in eine Zwickmühle gebracht. Denn er will diese Rolle nun nicht ausfüllen. Die Meinung des Volkes ist nicht seine eigene. Sie wollen, dass er einen Mörder freilässt und Jesus, der seiner Meinung nach nichts getan hat, soll gekreuzigt werden. Selbst seine eigene Frau flüstert ihm zu, er soll sich aus der Sache lieber raushalten. Sie hatte einen besonderen Traum dazu. So nach dem Motto: Lass ja die Finger von dem. Ja, und was soll er tun? Er fragt Jesus mehrmals, ob er sich nicht verteidigen will. Er fragt ihn, ob ihm die Anklage bewusst ist. Er fragt das Volk, was es meint, was er tun soll. Aber die Antwort, die er bekommt, die wollte er gar nicht haben. Sie rufen: Kreuzige ihn. Er redet und redet, aber seine Einwände treffen auf Wände auf allen Seiten. Jesus schweigt, das Volk schreit, die hohen Priester und Schriftgelehrten stacheln sie zusätzlich noch an. Pilatus fühlt sich in seiner Rolle überhaupt nicht mehr wohl. Die Erwartungen sind eindeutig. Das Volk und die Priester erwarten, dass er Jesus verurteilt, doch er sucht Auswege. Noch ein Versuch. Mit der Zeit fühlt er sich so bedrängt, dass er keine andere Lösung mehr sieht, als klein beizugeben. Er erfüllt seine Rolle gegen seinen Willen. Er macht deutlich, dass er mit den Konsequenzen nichts zu tun haben mag. Er wäscht seine Hände in Unschuld. Seht ihr zu, wie ihr damit zurechtkommt. Ich kann mich gut in die Szene hineinversetzen. Und ich denke, jeder von uns trägt irgendwo einen eigenen kleinen Pilatus in sich. Eine Stimme, die sich meldet in Bedrängnis,
wenn unbequeme Entscheidungen verlangt werden. Eine Stimme, die rufen will, dass es doch so nicht geht. Und dann höre ich mich selber sagen, na dann, kümmert ihr euch halt drum, ich bin da raus. Wie sollen wir mit unserem eigenen Pilatus umgehen? Schließlich ist er auch ein Teil von uns. Vielleicht ist es ein erster Schritt, ihn anzunehmen, als ein solcher Teil von uns. Genauer hinhören, wenn wir ihn rufen hören. Vielleicht haben wir dann auch mal den Mut, ihm unsere Stimme zu leihen, ohne klein beizugeben. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen. Lasst uns beten. Guter Gott, himmlischer Vater, manche Rollen nehmen wir gerne ein. In manche Rollen werden wir gedrängt. Schenk du uns die Freiheit, selbst zu wählen, wer und wie wir sein möchten. Wir müssen mit vielen Erwartungen an uns umgehen. Manche werden uns offen gesagt, andere klingen unterschwellig mit. Mach uns bewusst, dass du uns liebst, einfach so, ohne Erwartungen. Wir sind manchmal hin und her gerissen zwischen dem, wie andere uns haben wollen, und dem, wie wir sein wollen.
Öffne unsere Augen, dass wir entdecken, wie wunderbar du uns geschaffen hast. All das, was uns auf dem Herzen liegt, Sorgen, Hilflosigkeit und Ohnmacht, dürfen wir in das Gebet legen, das dein Sohn uns geschenkt hat. Miteinander und füreinander beten wir zu dir. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht in den heutigen Tag und in die vor euch liegende Zeit mit dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.